von Baltrum rüber in den Iran nach Teheran. Das ist eine Reise, oder? Und da in Teheran, da gibt es tatsächlich einen deutschen Fußballprofi. Sein Name ist Ronny Kockel. Er ist Torhüter. Und Michael Maske zeigt Ihnen jetzt diesen Mann und vor allen Dingen die Stadt, in der er lebt. Da ist es richtig heiß in Teheran. Teheran, eine Stadt zwischen Orient und Moderne. 14 Millionen Einwohner, die Megacity. Voller Widersprüche und faszinierend zugleich. Und mittendrin im pulsierenden Alltagsleben, Ronny Kockel. Bisher wagten nur deutsche Trainer den Schritt in den Gottesstaat, wie zuletzt Pierre Littbarski. Kockel dagegen heuerte als Torwart bei Paykan an, einer der großen Stadtclubs. Fern der Heimat, aber in guter Erinnerung bei alten Kollegen. Es war immer sehr, sehr lustig mit ihm, aber wenn man gearbeitet hat auf dem Platz, war er sehr konzentriert. Er war immer bissig und wollte auch und hat das auch dementsprechend nach außen getragen, was ich immer sehr gut finde. Und ja, hat einen ungewöhnlichen Weg gewählt, wo ich sage, Hut ab, da gehört so eine Menge Mut zu. Eine Menge Mut, aber auch ein Schuss Verzweiflung. Ronny Kockel war ohne Verein. Weder in Deutschland noch zuletzt auf Zypern konnte er den Traum vom Fußballprofi verwirklichen. Der Wechsel nach Teheran, die Chance im fußballverrückten Iran. Die Begeisterung riesengroß, seitdem sich der vom Westen isolierte Staat 1998 das erste Mal für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte. Auch bei den Ligaspielen. 80.000 Zuschauer sind keine Seltenheit. Im Januar dann das erste Stadtderby für Ronny Kockel. Im Azadi-Stadion, dem viertgrößten Fußballstadion der Welt. Dafür reiste sogar Ronnys Vater extra nach Teheran an. Das Einzige, was mich etwas gestört hat, dass die Frauen ja nicht ins Stadion dürfen und wir eben ohne die Freundin vom Ronny dieses Spiel anschauen müssen. Andere Länder, andere Sitten. Nur eine von vielen ungewöhnlichen Geschichten, die Ronny Kockel als erster deutscher Profi im Iran erlebt hat. Und heute ist er nicht im Iran, nein, heute ist er bei uns. Hier ist Ronny Kockel, einen schönen guten Abend. Ich glaube, das wären interessante Geschichten, was Sie da erlebt haben. Aber jetzt müssen wir mit der aktuellsten Geschichte kommen. Der Job in Teheran ist vorbei als Torwart. Ja, das stimmt. Ist jetzt gerade passiert. Was ist da genau passiert? Warum können Sie nicht mehr Torhüter in Teheran sein? Ja, der iranische Fußballverband hat über Nacht ein Gesetz verabschiedet, dass keine ausländischen Torhüter mehr im Iran spielen dürfen. Wie und keine Torhüter mehr? Ja. Das frage ich mich eigentlich auch, weil ich habe keine vernünftige Begründung bekommen und ich hatte eine zweijährige Option in meinem Vertrag, die ich allerdings noch nicht unterschrieben hatte, weil ich noch ein besseres Angebot aus dem Iran hatte. Nur in der ersten Liga dürfen keine ausländischen Torhüter mehr spielen. Das heißt, ausländische Viererkette darf da spielen? Alle anderen Spieler dürfen spielen, ja. Nur keine Torhüter mehr. Gibt es da irgendeine Begründung für oder einen Verdacht, den Sie haben? Ein Verdacht? Ich denke mal, dass man die einheimischen Torhüter damit ein bisschen schützen möchte oder ein bisschen fördern möchte. Wobei das Hauptproblem meiner Meinung nach eigentlich daran liegt, dass der Iran keine guten Torwarttrainer hat. Gute Torhüter haben sie genug. Die sollen ja, habe ich gehört, sehr interessante Torwarttrainer haben. Die stellen sie auf, wenn sie ein bisschen Bares rüberschießen. Ja, das stimmt schon. Also muss auch dazu sagen, die verdienen da nicht so viel Geld. Und ich wurde dann auch schon mal von unserem Torwarttrainer angesprochen, ob ich ihm einen kleinen Zuschuss geben kann, dann würde ich eher spielen. Aber habe ich natürlich nicht gemacht, weil ich sowieso gespielt habe. Und das ist ja interessant. Ist das da häufiger oder war das eine Ausnahme? Ich bin auch durchaus schon mal von der Presse angesprochen worden, dass man gegen Bares für mich positiv schreiben würde. War mir relativ egal, weil ich die Zeitung sowieso nicht lesen kann. Das heißt, da kam ein Journalist, so ein Kollege wie ich, und sagte, ganz genau. Für 1.000 Euro kommen Sie ja gut aus dem Sportclub raus. Für 500 Dollar waren es schon, aber ganz genau. Ah ja, also schon Korruption an der Tagesordnung. Ja, aber ich denke mal, das ist in so Ländern einfach gang und gäbe, weil da die Spanne zwischen Arm und Reich ziemlich auseinanderklafft. Jetzt, das wussten Sie natürlich alles vorher, was Sie da erwartet. Warum unterschreibt man plötzlich als deutscher Fußballprofi? Sie waren ja vorher bei Bielefeld, Stuttgarter Kickers, Hildesheim haben Sie auch, glaube ich, gespielt hier im Norden. Warum landen Sie plötzlich im Iran? Wie gesagt, für mich war das Angebot vom Finanziellen her sehr lukrativ und das konnte ich also nicht ausschlagen. Ich hatte das letzten Sommer schon. Danach habe ich mir das aber zweimal überlegt, weil, wie gesagt, Iran ist nicht gerade um die Ecke und man hört auch immer viele negative Sachen. Aber ich war dann eine Woche dort, habe mir das angeschaut
und war eigentlich positiv überrascht vom Land und auch wie gastfreundlich da aufgenommen wurde. Das war also sehr positiv. Das Geld, haben Sie gesagt, kann man das wo in Deutschland einsiedeln? Auf welcher Ebene? Zweite Liga Spitzenverdiener oder dritte Liga Mittelfeld? Ich weiß jetzt nicht, was ein Zweitliga Spitzenverdiener bekommt, aber ich denke mal, es war schon gutes Zweitliganiveau. Also das war der Grund dann? Das war eigentlich der Hauptgrund für mich, ja. Und als Sie dahin kamen, was waren so die ersten Eindrücke? Ja, andere Länder, andere Sitten, alles drum und dran. Ich musste mich dran gewöhnen, wie es im Training manchmal zugeht. Anderes Aufwärmprogramm, allgemein andere Trainingsbedingungen. Ein muslimisches Land, natürlich anderer Kulturkreis. Wie bereitet man, also in Deutschland weiß man, da gibt es eine Ansprache vor dem Spiel vom Trainer und dann geht raus, es gilt auf dem Platz. Wie war das da? Das war schwierig bei uns, weil außer dem Darius Yazdani konnte ich mich mit keinem unterhalten. Und unser Trainer war Armenier, der konnte nur ein bisschen Englisch. Also mussten eigentlich grundsätzlich unsere beiden Doktoren für die Übersetzung herhalten. Das war dann schon auch etwas schwieriger. Wie haben Sie das in der Viererkette klar gemacht, dass sie falsch steht? Wir haben keine Viererkette gespielt, wir haben die Liga gespielt. Aber auf dem Platz gelten andere Gesetze. Also da konnte ich mich dann schon verständigen. Und die haben schon mitbekommen, auch im Training ab und zu, was ich von denen wollte. Was heißt denn auf Persisch, was weiß ich, zurück? Das ist ja, braucht man ab und zu mal das Wort. Das war das Hauptwort eigentlich, was ich immer anbringen musste. Das heißt Arab. Das war das Hauptsächlichste, weil bei denen war immer so das Motto, alle Mann nach vorne und hinten hilft der liebe Gott. Arab hieß zurück. Ja, genau. Was heißt nach vorne? Keine Ahnung. Das spricht natürlich für eine defensive Einstellung, wenn Sie nur dieses eine Wort drauf haben. Ne? Ja, aber das war mir das Wichtigste. Vorm Spiel, so Rituale. Man weiß bei uns, wenn die aufs Spielfeld laufen, die Bundesligaspieler, dann laufen sie teilweise zuerst mit dem linken Fuß, treten auf. Welche Rituale gibt es in einem muslimischen Land wie dem Iran beim Fußball? Was haben Sie da erlebt? Also ich habe mal bei einem Abschlusstraining, komme ich raus auf den Platz und da lief da plötzlich ein Schaf auf dem Platz rum. Und ich dachte, was macht denn das hier? Und das haben sie dann beiseite geschnappt und an der Seitenauslinie die Kehle durchgeschnitten. Und da mussten wir dann mit den Fußballschuhen durchlaufen und es sollte Glück bringen. Habe ich dann aber... Dem Schaf hat es kein Glück gebracht. Nee, nicht mehr. Das sah auch nicht so angenehm aus, muss ich sagen. Aber nachdem wir dann einmal 5-0 verloren hatten, habe ich das Ritual dann für mich auch sein lassen. Aber die haben es weitergemacht. Ja, das ist da so ein Brauch. Jetzt haben wir das in dem Film gesehen, da waren ja wirklich heißblütige Leute. Und ich meine, das viertgrößte Stadion der Welt in Teheran, wie haben Sie das wahrgenommen? Da darf man ja eigentlich keinen Fehler machen als Torwart. Wenn man die Masse da gegen sich aufbringt, haben Sie da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Also im großen Stadion war es sehr angenehm zu spielen, weil die Zuschauer auch ein bisschen weiter weg waren durch die Aschenbahn. Aber wir haben in Stadien gespielt, da war alles relativ nah beieinander. Und wir haben auch mal ein Auswärtsspiel gehabt in Malawan. Und da gab es kurz vor Schluss für den Gegner eine rote Karte, und die ich angeblich provoziert haben soll. Und da war es schon sehr, sehr heißblütig. Also da sind Gegenstände geflogen, kommen alles drum und dran. Da durfte ich dann nach dem Spiel auch den Platz nicht verlassen, musste da unter Polizeischutz raus. Das war schon ein bisschen unangenehm, auch von der Kabine dann bis zum Bus. War es nicht so einfach, war ein kleiner Spießrutenlauf. Der Iran ist ja auch ein Land, was, sagen wir, durch Amnesty International, die Zahlen 2777 Hinrichtungen, ist ja politisch durchaus in Frage zu stellen. Haben Sie da irgendwas mitbekommen? Konnten Sie sich da irgendwie äußern oder hinterfragen? Also ich muss eins sagen, ich war, wie gesagt, vom Iran sehr positiv überrascht, auch von Land und Leuten. Zu politischen Dingen möchte ich mich nicht äußern. Durften Sie? Möchte ich nicht. Durften Sie das denn dort? Ich denke mal, ich darf das. Ich darf ja meine Meinung sagen. Aber ich möchte mich dazu nicht äußern, weil ich bin als Fußballer in das Land gekommen und nicht als Politiker. Und mir sind die Leute, die ich außerhalb vom Fußball sonst kennengelernt habe, eigentlich immer sehr positiv. Wie geht's jetzt weiter? Geht's nochmal zurück? Nein, ich darf ja nicht mehr. Also ich hatte genug Angebote aus der zweiten iranischen Liga. Da darf man spielen. Komischerweise, aber in der ersten Liga nicht mehr. Jetzt bin ich gerade auf Vereinssuche in Deutschland. Hoffe, dass ich da so schnell wie möglich jetzt was tut. Weil ich bin 32, eigentlich im besten Torhüteralter. Zu jung für einen Torhüter. Und topfit, ja. Also ich glaube, einige Vereine haben jetzt zugeschaut. Es war ein kleines Bewerbungsgespräch. Auf jeden Fall interessante Eindrücke Ihres Jobs im Iran. Vielen Dank, alles Gute für Sie. Danke.